Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, Leute. Wie versprochen gibt es heute ein neues Video. Heute zeige ich euch mal, wie man selbstgemachte Pommes macht. Und dazu mache ich mir kleine Schweineschnitzel mit einer Überraschung. Schaut es euch mal an, ne? Viel Spaß beim Zuschauen. So, als erstes nehmen wir unsere kleine Schweineschnitzel aus dem Kühlschrank. Zack. Ja, die packen wir erstmal beiseite. Dann braucht ihr, super, wer hätte es gedacht, Kartoffeln. Dann brauchen wir eine Schüssel. Ich versuche euch das mal hier zu zeigen. Ich mache das jetzt mal runter. Braucht ihr eine Schüssel? Schweinebitterjungs kommen danach, weil Kartoffeln dauern ein bisschen. Wie gesagt, vorher noch den Ofen schon mal vorheizen auf 200 Grad bei doppelt der Luft. Hier haben wir wo die Pommes dann gleich draufkommen werden. So. So, als erstes nehmt ihr ein paar Kartoffeln, keine Ahnung wie viel ihr essen wollt. Macht die alle in der Schüssel, ich nehme hier ein paar mehr. Zackidi, zackidi, zack. Ich denke, das reicht. Wollen Sie nicht übertreiben. Was anderes. So, los. Dann waschen wir die Kartoffeln kurz ab. So. Legt sie kurz wieder raus. So, ich muss sie noch von den Wurzeln befreien. Ja, die wollen wir ja nicht mitessen. Ekelhaft. So. So. Ein kleines Messer. Ich hole mir mal mein Brett hier ran, dass ihr das besser sehen könnt. So, zack. Machen jetzt einfach die Kartoffeln mal. Versuchen die Kartoffeln in Pommesgröße zu kriegen, das ist halt ein bisschen suboptimal, weil die Kartoffeln relativ klein sind, aber das geht trotzdem ganz gut. Ja. Macht hier so, macht da Streifen, kleine Streifen gehen. Hier am besten so eine große ist immer ganz gut, dann einmal halbieren, flach hinlegen, dann noch eine Wurzel, die machen weg. Reifen mit in die Schale. Ich hoffe, ich mache nicht. Ups. So, zack, zack, zack. Das ist mir eingefallen, ist eigentlich, wo habe ich überlegt, ob ich das Kochvideo heute verschiebe, weil ich habe kein Backpapier. Ich mache halt die Pommes ohne Backpapier. Ne? Also nicht wundern, ich habe Backpapier vergessen gestern zu kaufen. Eigentlich kommt das aus Blech, wie gesagt, auch Backpapier. Das ist eigentlich nicht die richtige. Aber für euch habe ich es dann trotzdem, mache ich es jetzt trotzdem und hoffe, euch gefällt. Upsala. Ich glaube, die anderen Kartoffeln kann ich wieder wegpacken, das sind viel zu viele Pommes drin. So, verbreite es mal. Dann habe ich mir hier schon schönes Olivenöl geholt mit Knoblauchgeschmack. Das geben wir jetzt drüber gleich. Also brauchen wir Salz und Paprika. Oh, ich muss niesen, aber das ist ja ekelhaft. Was ist denn? Was mache ich? Egal. Als erstes nehmt ihr das Öl. Ihr könnt jedes x-beliebige Olivenöl nehmen. Ich habe hier eins bei Lidl gekauft mit Knoblauchgeschmack. Das kommt mega gut. Sekunde. Upsala, da ist hier eine kleine Decke abgegangen. So. Dann Olivenöl, ich mache das mal ein bisschen hoch, so schön ein bisschen Olivenöl drüber. Dann würzt ihr das Ganze mit Salz und Pfeffer. Ach, nicht Salz und Pfeffer, Salz und Paprika, tut mir leid, Leute. Dann mache ich noch, also für mich persönlich, ein bisschen Rosmarin dran.
So, dann der ganzen Mist hier gut vermengen. Riecht schon mega lecker, Leute, sage ich euch. Dann muss ich mal meine Hände waschen. Öl muss man immer fit nehmen, weil das ist wie Sau. So, Handtuch ist hier. So. Ja, jetzt mache ich die auf dem Blech. Ich verteile die hier unten, seht ihr jetzt nicht. Lassen wir die 20 Minuten bei 200 Grad im Ofen. So, so Leute, nochmal kurz. Jetzt mache ich euch mal wieder ein bisschen hoch hier. Zack. So, nochmal kurz zum Arbeitsablauf, Leute. Damit ihr es vielleicht nochmal merkt oder euch aufgeschrieben habt. Ihr braucht eine Schüssel, braucht Kartoffeln. Guckt, schätzt das ab, wie viel ihr seid. Seid eine Person, zwei Personen. Macht die Kartoffeln in der Mitte halb. Dann quer macht Streifen aus den Kartoffeln, so dass es aussieht wie Pommes. Ihr könnt natürlich auch ähnlich wie Kroketten machen oder Kartoffelecken, wie ihr das macht. Dann gebt ihr diese in eine Schüssel, macht sie mit Olivenöl. Muss nicht mit Knoblauch, sondern kann auch ganz normales Olivenöl sein. Drüber gehen, dann Pfeffer, ach nicht Pfeffer, Paprika, Salz und ich mache ein bisschen Rosmarin, aber ihr könnt natürlich frei nach euren Geschmacksrichtung das machen. Auch meinetwegen mit Pommesgewürz, wenn ihr das möchtet. Aber dann schön vermengen, Backblech auslegen mit Backpapier und dann die Pommes drauf. So, 20 Minuten bei 200 Grad. Und doppelte Ober- und Unterhitze, ne, ja, im Ofen lassen. Am besten den Ofen 10 Minuten vorher anmachen. So, das waren meine selbstgemachten Pommes. Und jetzt geht es auch gleich weiter mit dem nächsten Gericht, was ich nämlich dazu esse. So, wir haben ja noch Eier vom letzten Mal übrig, könnt ihr euch erinnern. Ne, hier haben wir noch 4 Eier vom letzten Mal. Wir haben auch noch neue Eier geholt, das wisst ihr ja auch noch, Leute. So, nehmen wir noch 2 Eier von den neuen. 6 Eier reichen. Zack. Können wir weiter zum nächsten. So, erstmal die Gewürze. Können wir wegmachen. Das Olivenöl brauche ich nicht mehr, das Rosmarin auch nicht. So. Paprika auch nicht. Aber Pfeffer und Salz brauchen wir noch. Arbeitsplatz kurz reinigen. Blät reinigen. So, zeige ich euch wieder hier unten. Schaut hier. Ich versuche das mal so ein bisschen zu machen, dass ihr mich auch so seht. Ja, ich bin recht groß, deswegen ich habe euch schon auf dem Tresen stehen. So, los geht's. So, also macht ihr die 5 Minuten Steaks raus. Könnt das natürlich auch mit anderen machen, sondern das ist auch möglich mit Nicht-Fleisch. Ja. So, das nehmt ihr. Ich habe da eine relativ simple Methode. Viele sagen, man soll das Fleisch erst würzen, wenn es gebraten ist, damit die Gewürze nicht mit anbrennen. Macht man auch richtig so, gar keine Frage, aber ich mache es lieber vorher. Es schmeckt mir besser, muss euch ja nicht geschmecken. Ihr könnt es machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt es jetzt würzen, so wie ich es mache, oder ihr könnt es während es brät dann auch würzen, wie ihr möchtet. Ja? Ich mache auf alle Fälle, wie gesagt, erstmal ein bisschen Salz drauf, nicht viel. So, zack, 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 zack. Dann mache ich ein bisschen Pfeffer drauf. So, wir brauchen noch, Moment, wo ist es? Nochmal Paprika. So. Ja, was nehmen wir heute noch? Oh, machen wir heute mal ein bisschen Oregano noch mit dran. Und so sehen die jetzt bis jetzt aus. Schon sehr lecker. So, ich mache das. Denkt jetzt nicht, das könnt ihr auch anders machen, aber wie gesagt, ich mache das relativ lustig so. Ich lege die übereinander. So geht immer auf die Rückseite, man braucht die nicht doppelt würzen. Ne? Ist natürlich nicht die beste Möglichkeit, aber ihr habt beide Seiten dann gewürzt. Ne? So, und es ist ja wie gesagt, es soll nicht zum Verkauf sein hier. Ich möchte nur, wie gesagt, das, was ich esse, euch zeigen. Ne? Also ihr müsst das natürlich nicht so machen. Ne? Und es ist auch nicht gastronomisch korrekt, wie ich das hier alles mache, ne, sondern ich mache es, weil es mir schmeckt und es muss auch euch schmecken. Also macht es so, wie es euch schmeckt und alles, was andere sagen, ist egal. So, das ist erstmal fertig. Plastikmüll erstmal im Plastikmüll. So, fangen wir an. Machen wir unten den Herd an, die Pfanne.
Machen wieder hier ein bisschen Öl rein. Hoffentlich war es nicht zu viel gerade. So. So. So ist es. Momento, Leute. Eine Sekunde. Ich habe was vergessen. Das ist nicht so gut. Aber egal, ich brauche einen Teller. Einen kleinen Teller. Ich habe was vergessen. So. Jetzt machen wir die kleinen Minutensteaks erstmal auf den Teller, weil ich nämlich das Blech hier brauche. So. Das Blech, ihr wisst schon, mein kleines. Jetzt zeige ich euch noch einen guten Trick. Schönes Messer. So, schaut mal, ihr habt hier diese Lauchzwiebeln, kennt ihr ja jeder. Ihr habt hier immer so Gummi dran. Die machen immer in den Supermärkten oben und unten eine Gummi dran. So, erstmal macht ihr oben den Gummi richtig drum. Weil meistens schleppt der mal drüber, weil das oben immer so viel glittert. Das mache ich dann immer ab. So, und unten habt ihr die Wurzeln. Ich schneide die Wurzeln direkt ab. Ziehe den Gummi hier hoch, sodass das praktisch sehr gerade ist. Sonst wechselt das immer hier so raus. Ne? Und hier zieht ihr den Gummi einfach, ne? Ein bisschen höher, so, weil ich brauche nicht alle Lauchzwiebeln. Und dann habt ihr hier praktisch diese Ecke, die ich zum Schneiden muss. Finger, wie gesagt, wieder hinter Kuppe. Und dann zieht ihr dann immer schön mitziehen. Ne? Je nachdem, wie viel ihr wollt. So, das sind genug für mich. Und wie gesagt, der Gummi ist noch dran, den könnt ihr dann immer, wie gesagt, noch weiter hinterziehen. Ne? Zack, wieder zack. Und fertig. Jetzt, wie gesagt, bis hier mein Öl angeschwenkt ist. Ups, da haben wir ein bisschen gekleckert. Das wird man gleich mal wieder weg. Ich habe übrigens einen Herd geputzt, der sah so aus, weil ich davor schon was gekocht hatte das letzte Mal, Leute. Ich hoffe, ich kann das ein bisschen machen. Habt ihr Qualitätsvorschläge oder irgendwas, was ich besser machen kann? Oder ja, irgendwelche Vorschläge, was ich kochen könnte für euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche das umzusetzen, wenn ich darauf Hunger habe. Ich esse, wie gesagt, koche nur das, was ich auch Hunger habe. Ich koche nicht irgendwas, was dann irgendwie wegschmeiße oder so. Ich koche nur, was ich esse. Ich hoffe, da habt ihr Verständnis für, ne? Würde mich natürlich auch riesig über eure Unterstützung mit einem Daumen nach oben und einem Abo auf meinen Kanal freuen. So, die Zwiebeln kommen dann erstmal hier dazu. Ne? Zu dem Fleisch. So, parallel, wie gesagt, immer abwaschen. Das ist immer ganz wichtig, Leute. Haltet nebenbei euren Abwasch sauber. Da braucht ihr später, wenn ihr fertig seid, mit allem nichts mehr machen. Das ist immer ganz gut. Ja, ich habe ja die Schüssel gemacht, aber wie gesagt, auch wenn viele der Meinung sind, ich kann nicht kochen, aber bloß weil ich mit Maggi koche manchmal, oder oft, heißt es nicht, dass ich nicht kochen kann. Ne? Ich zeige es ja heute, wie gesagt, einmal, dass ich auch richtig kochen kann, wenn ich das möchte. Ne? Und ja, hoffe, es gefällt euch. Vielleicht macht ihr da einer noch nach, aber selbstgemachte Pommes sind immer gut. Natürlich mache ich die Mayonnaise nicht selber, da habe ich hier auch fertige Mayonnaise, nämlich von Lidl gekauft. Ne? Man muss es ja nicht übertreiben. So, ansonsten, so. Langsam wird das ja warm. Fangen wir also an, die kleinen Steaks da rein zu braten. Zack. Ihr hört schon, wie es leicht anpackt. Hört es schon spritzeln und schwulen vom Fett. Wie gesagt, am Anfang müsst ihr da relativ zügig, weil sonst brennt es an. Wo ist mein Stopp? Ihr müsst immer die ersten Mal die wohl richtig bräunlich werden, so leicht braun. Ja. Ich hoffe, ich kann das sehen. Ich hole euch mal ein Stückchen näher ran, meine Freunde, damit ihr auch was vom Geschehen mitbekommt. So, so bitteschön. So, wie gesagt, die jetzt schön anmachen. Ich mache hier mal die Umlufthaube an, damit das ein bisschen abziehen kann. So, parallel den Geschmack zu verfeinern, mache ich die Frühlingszwiebeln noch mit rein, ja, in die Pfanne. Die werden schön mit angebraten. Wie gesagt, immer die Mietumsteaks sind sehr schnell durch, da müsst ihr aufpassen. So, mal schauen, was die Pommes machen. Auch die Pommes sehen schon sehr gut aus. Ich würde euch gerne runterführen, aber hier ist es sehr eng. Ich zeige euch mal, wie es irgendwie drin aussieht. Moment, schaut mal. So sehen die bis jetzt aus. Natürlich kriegt ihr auch gleich, wenn es fertig ist, alles noch ein schönes Bild. Aber die Pommes müssen, wie gesagt, jetzt erstmal noch ein bisschen. Auch hier haben wir noch ein bisschen zu tun. So. Die Würze könnt ihr schon wieder rüberstellen, wenn ihr die noch nachwürzen wollt, nachher das Fleisch oder die Eier, dann mache ich auch immer. So, zack, nebenbei hier, wie gesagt, die Arbeitsfläche immer sauber halten, ist sehr wichtig, liebe Leute. Ja. Da müsst ihr es nachher nicht machen.
So, wie gesagt, jetzt hier immer schön aufpassen, dass die Minutensteaks nicht anbrennen, immer umdrehen. Die sehen auch schon sehr gut aus natürlich. Ne, müssen aber auch viel, viel brauner werden und viel mehr durch sein. Und die riechen auch mega lecker. Guck, die werden schon. Das passt. Ich hoffe, das passt zeitlich sehr gut mit den Pommes überein, liebe Leute. Ich will euch ja alles zeigen. Pack die Eier schon mal rüber, die braucht man nämlich erst als letztes. Ich werde das nochmal nachher gleich wieder zum Essen nehmen. So baby ist der nämlich nicht. Nebenbei lasse ich hier noch ein bisschen ab. Könnt ihr zuschauen. So. Machen die Umlaufhof mal einfach zwei. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, Leute, wegen der Trommel. Guck mal, wie die aussehen. Ich habe eine Gabel, wo ich mal probieren kann. Ja, das wird noch lange nicht gut, wenn ich auch nicht. Schaut mal, dass ich jetzt eine Pommes, ne, mal probieren. Also vom Gewürz her sind die wirklich lecker, aber sie müssen halt, wie gesagt, noch drinnen bleiben. Ich hoffe, jetzt versteht das. Ne? Aber es schmeckt wirklich, dass, auch wenn, ihr das, wenn das so leicht aussieht, und keiner vielleicht für Leute unappetitlich. Es schmeckt wirklich gut, probiert es einmal. Wie gesagt, ihr braucht nur Kartoffeln, Olivenöl, Salz, Paprika. Meinetwegen, ihr könnt auch Pfeffer dran machen oder Chili, wie ihr möchtet, Geschmackssache. Ne? Schneidet das, Oliven alles vermengen, auf einem Backblech mit Papier ausrollen, 20 Minuten. Ausbreiten, 20 Minuten, ne, bei 200 Grad. Und dazu Mayonnaise. Das ist halt viel besser als so eine Dings. Und jeder hat immer mal Kartoffeln zu Hause. Ne? Also ich habe so viel, ich esse mein Leben gern Kartoffeln. Ne? Und Pommes aus der Tüte habe ich sehr selten. Ja. Ja. So, dann müssen wir hier wieder weitermachen. Immer schön drehen und wenden. Man kann auch mal die Position, wenn die Pfanne sehr groß ist, wechseln. Hab hier hinten gekleckert. Wisst ihr, was mir das erste Mal aufgefallen ist, wo ich in eine neue Wohnung gezogen bin, dass ich kein Ofenhandschuh habe. Kennt ihr den? Und sucht ihr dann auch immer einen Handtuch oder irgendwas oder einen Lappen, um das Blech rauszuholen? Ich muss mir mal so einen Ofenhandschuh kommen, den man sich über der Hand zieht und rausnehmen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke, das ist bestimmt in einem oder anderen auch schon passiert. So. So, schon als kleiner Spoiler für das nächste Kochvideo. Es wird wahrscheinlich am Sonntag sein, wenn alles passt, je nachdem. Gibt es dann Lende mit Blumenkohl, Kartoffeln und einem kleinen Gurkensalat dazu. Ne? Könnt ihr dann auch am Sonntag vielleicht einschalten. Ne? Dieses Video wird so wegen 19, 20 Uhr heute Freitag hochkommen, weil es dauert eine Weile, bis es oben ist und bis es fertig ist und ich gegessen habe und so weiter. Ne? Aber ich würde mich riesig über eure Zustimmung freuen. Ne? So. So Leute, habt ihr noch irgendwelche Fragen oder sonstige Sachen, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und ich werde natürlich, solange es sich im Rahmen hält, natürlich auf alles drauf antworten, was möglich ist im Chat. Ne? Vielen Dank übrigens für eure Zeit, dass ihr euch das anschaut, in meiner Kochkünste zu begutachten. Grüße gehen natürlich auch raus an alle Viewer, die mich täglich im Stream schauen. Ne? Und mich ertragen mit meiner schreierischen, cholerischen Art im RBG. Vielen Dank. So, also, guck mal, wie schön braun die jetzt werden. Ne? Schaut mal.
Sieht schon mega lecker aus. Wie gesagt, nicht mehr lange, Leute. Kein Blatt drehen, brennt die Pommes hier unten etwas am Blech an, finde ich scheiße, aber so, jetzt werden wir die Hitze bei den Pommes auf maximal hoch machen, das sind so 42 bis 250 Grad, damit sie noch schön lustig sind, weil von der Konsistenz her sind sie schon gut so, also bissfest, ich weiß nicht, wie ihr eure Pommes mögt, richtig knackig oder ich mag eher bissfest, aber jeder seinen eigenen Geschmack, ne? So, dann richten wir natürlich auch wieder hier gleich an, ihr kauft dabei zu, ne? Ich hoffe mal, dass ich es noch unter 30 Minuten schaffe von dem Video, ne? Und nicht zu viel eurer Zeit stehe. So, jetzt fangen wir an, machen wir hier Eier rein. Wichtig finde ich, macht es in die Lücken, damit das Eigelb nicht verrutscht. Und ihr könnt es natürlich auch über die Dings machen, ne? Gar kein Problem. Kleiner Snack zwischendurch geht das hier immer. Es ist ja wie gesagt nur eine Kinderportion. Ich denke, die Männer da draußen verstehen mich, ne? Also das ist ja keine richtige Erwachsenenportion. Das reicht ja, das kann man so zwischendurch beim Fernsehen gucken, locker machen zum Essen. Ne? So. Salz drauf. Nicht zu viel. So, Pfeffer drauf. Nicht zu viel. Gläser von Ding packen wir mal in meinen Ausschauen. So. Und jetzt heißt es warten. Wenn ihr viel Öl drunter habt, oder was heißt viel Entspanntöl und das so vorgemacht habt wie ich, dann sollte das möglich sein, nachher was wie ein Omelett fast rauszunehmen. Ja. Müsst natürlich gucken, dass das Eigelb und das Eiweiß, was auf dem Ding ist, durch ist, das sieht man ja. Ne? Müsst ihr halt eine Weile machen und immer mal so am Rand, so hier, immer mal so rumgehen, dass es nicht anbrannt, aber man sieht schon, auch beim Zuschauen, dass es sich leicht löst. Ja, einfach wie gesagt, mit der Hitze arbeiten. Ja, so, ich denke mal, wir haben jetzt noch gute 6 Minuten 30 bis zur halben Stunde vom Video. Mehr ist es eigentlich nicht. Ich werde euch jetzt pausieren, nur dass ihr Bescheid weißt, Bescheid wisst. Und dann geht es gleich weiter. Ne? Wir sehen uns in 5 Minuten wieder. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. So, weiter geht's. Wie gesagt, das Ei ist jetzt gleich fertig mit den kleinen Schnitzeln. Ich werde jetzt anfangen mit den Pommes, wie es auch anzurichten. Lasst euch natürlich dabei teilhaben. Versuche mich hier mal nicht zu verbrennen. Heiß, sehr heiß, sehr, sehr heiß. Extrem heiß, nicht so gut. Müssen wir anders machen. Ich nehme mir die Schüssel, die ich vorhin sauber gemacht habe, mache es da rein und dann an die Ecke sonst. Das ist einfach zu heiß hier. So, und jetzt schaut euch die mal an. Super leckere Pommes. Und wie gesagt, machen wir jetzt hier selbstgemachte Pommes. Machen wir mal den Ofen aus. Alles aus hier. Zack, 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 zack. So, richten wir auch hier an.
Salat. Restliche für später, also der Rest ist Nachschlag, nicht dass ihr denkt, das kommt weg. So. So. So sieht's aus, Leute. So sieht's aus. Natürlich nicht perfekt, kann man natürlich schöner anrichten, aber egal, geht gleich in den Magen rein. Ja, selbstgemachte Pommes mit Minutensteaks, dazu überbackenes Ei. Ne, lasst es euch schmecken. Viel Spaß beim Nachmachen. Würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, folgt mir auf Instagram LiveLegen29 und euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund. Danke für eure Zeit. Wiedersehen.